Hugh Hefner, hätten Sie das über ihn gewusst? Die Welt trauert um Hugh Hefner. Der Playboy-Gründer starb im Alter von 91 Jahren in seiner Playboy-Mansion in Los Angeles. Doch wer war der Mann hinter der Ikone? Hier sind 17 spannende Fakten. Hugh Hefner war schon zu Lebzeiten eine Legende. Nun verstarb der Gründer des Playboy mit 91 Jahren in seiner Playboy-Mansion in Los Angeles. Die Idee seines eigenen Männermagazins stammt aus dem Jahr 1953 und revolutionierte den Markt. Doch Hefner wurde nicht nur durch sein Magazin bekannt, sondern auch durch seinen ausschweifenden Lebensstil. Besonders die vielen Frauen, mit denen er in seiner Villa zusammenlebte, sorgten für Aufsehen. Hier erfahren Sie 17 spannende Fakten über den Mann hinter der Ikone. Nicht nur Bunnies im Kopf. Hugh Hefner drückte vor seiner steilen Karriere erfolgreich die Schulbank. Er schloss an der Universität von Illinois sein Psychologiestudium ab. In den Nebenfächern belegte er kreatives Schreiben und Kunst. Ein anschließendes Soziologiestudium brach Hefner allerdings frühzeitig ab, um für das Magazin Esquire zu schreiben. Überdurchschnittlich begabt, schon als Kind war Hefner ein schlauer Junge. Er soll einen IQ von 152 erreicht haben, das fällt in den Bereich überdurchschnittlich begabt. Prominente Familie. Hugh Hefner hatte einige prominente Familienmitglieder. Oft betonte er, dass er der 9. Cousin von Ex-US-Außenminister John Kerry, 1. Grades, und Ex-Präsident George W. Bush, 2. Grades, sei. Politisch verortete sich Hef aber eher im demokratischen Lager. Ich fühle mich mehr mit Kerry verbunden, witzelte er einmal im Telefoninterview mit CBS News. Hefs Liebe für den Film für Hollywood hatte Hefner schon immer etwas übrig. Seine Filmsammlung zählte über 4000 Streifen. Als echter Filmnerd feierte er zudem jedes Jahr seine berühmte Geburtstagsmottoparty zum Thema Casablanca. Auch zu regelmäßigen Videoabenden in der Playboy-Villa versammelte er seine Häschen. Zudem war er in einigen Gastrollen im Kino oder im TV zu sehen. Etwa in Beverly Hills Cop oder in den TV-Serien Der Prinz von Bel-Air und Sex and the City. Who rettet das Hollywood-Zeichen der weltberühmte Hollywood-Schriftzug wurde von Hefner ganze zweimal vor dem Verfall gerettet. Dazu schmiss er in den 70er Jahren eine große Spendengala in der Playboy-Mansion. Seither besitzt er den Buchstaben Y des Schriftzuges in den Hollywood Hills. 2010 investierte er erneut in die Restauration, ganz $900.000, rund 767.283 Euro. Mama Hefner glaubte an ihn. Das ehrgeizige Magazinprojekt des damals 27-jährigen Hefner unterstützte Mama Hef mit einem Zuschuss von $1000.
Damals firmierte das Magazin noch unter dem Namen Stark Party. Dass daraus das berühmteste Männermagazin der Welt werden würde, hätte sich die Familie Heffner zu diesem Zeitpunkt wohl kaum erträumt. Heff und der Kupp mit Marilyn Monroe. Den Titel des ersten Playboy-Magazins zierte im Dezember 1953 Marilyn Monroe. Doch wie brachte der damals völlig unbekannte Heffner den Megastar dazu, ihre Hüllen fallen zu lassen? Die Antwort überrascht: Der schlaue Heffner hatte die Bilder schlicht in Form eines Kalenders gekauft. Die Monroe-Aufnahmen erstand der Nachwuchsredakteur von einer Firma aus Chicago. Bis dass der Tote euch scheidet. Heffner wollte schon immer auch nach seinem Tod seinem ersten Playmate Marilyn Monroe noch ganz nahe sein. Bereits 1992 kaufte er für $75.000, rund 64.000 Euro, das Grab neben der blonden Hollywood-Legende. Seine letzte Ruhestätte liegt auf dem Memorial Park Cemetery in Westwood Village in Los Angeles. Pyjama-Liebhaber. Zu Hugh Hefners Markenzeichen wurden die Pyjamas. Er besaß um die 200 Pyjama-Modelle, in über 20 Farben, natürlich aus feinster Seide. Detlef May erklärte er einmal im Stille Interview: Ich habe damit begonnen, weil ich die ganze Zeit nachts arbeite. 10. Bodenständiger Genuss. So extravagant sein Lebensstil war, so bodenständig liebte er sein Essen. Am liebsten mochte gut bürgerliche Gerichte aus der Küche des mittleren Westens, standesgemäß von Profiköchen zubereitet. Sein Küchenchef William S. Bloxom Carter verriet einmal in einem Interview mit Bloomberg, dass Heff am liebsten Lammkoteletts, gebratenes Hähnchen und Kartoffelbrei bestelle. Letzteres wurde nach dem Rezept seiner Mutter zubereitet. Sofern es ist wahr, zur Heffner Villa zählten nicht nur die berüchtigten Playboy-Häschen, sondern auch ein eigener Zoo. Vom Flamingo bis zum Totenkopfäffchen, für die exotischen Haustiere erwarb Hugh Hefner eine eigene Zoolizenz. Rekordhalter als Käfredakteur konnte er sich sogar im Guinness-Buch der Rekorde verewigen. Er galt als der Mann, der die längste Periode als Käfredakteur bei einem einzigen Magazin vorweisen kann. Einen zweiten Eintrag bekam er für die größte Kollektion an persönlichen Sammelalben. Häschenpate. Dass Heff ein Herz für Tiere hatte, bewies er mit seinem Privatzoo. Dass die Hasenspezies Sylvilagus palustris Heffneri nach dem Playboy-Gründer benannt wurde, wissen aber die wenigsten. Im Deutschen ist dieses auch als Marschkaninchen bekannt und gilt als stark bedrohte Tierart. Der braunmelierte Hase lebt vorrangig in den Sumpfgebieten in den östlichen USA. John Lennon und die Kunst. In den 1970er Jahren stattete die Beatles-Legende John Lennon, 1940-1980, der Playboy-Villa einen verhängnisvollen Besuch ab. Betrunken und im Liebeskummer-Taumel montierte Lennon ein Kunstwerk des berühmten französischen Malers Henri Matisse von der Wand ab und drückte darauf seine glühende Zigarette aus. Das Bild inklusive Brandloch zierte seither die Heffners Bibliothek. Heffner, der Ehemann. Nach eigenen Angaben hat sich Heffner mit tausenden Frauen vergnügt. Drei davon gab er zudem das Ja-Wort.
Seine letzte Braut, das Model Crystal Harris, ehelichte er mit 86 Jahren. Die Blondine war damals ganze 60 Jahre jünger als der Playboy-Boss. Es war eine Ehe über Umwege. . 2011, vier Tage vor der geplanten Hochzeit, bekam Harris kalte Füße. Sie traute sich ein Jahr später aber dann doch. Deutsche Liebe auch in deutschen Gefilden, wilderte der Playboy-Boss. Eine meiner früheren Freundinnen Anfang der 60er Jahre hieß Christa Speck. Sie war Deutsche, plauderte Hugh Hefner 2011 im Interview mit dem deutschen Playboy aus. Hefner kürte das Model in der September-Ausgabe 1961 zum Playmate des Monats. Die Playboy-Money Son Muskien. Im August 2016 verkaufte Hefner seine Playboy-Mansion für den Rekordpreis von 100 Millionen Dollar, rund 88,7 Millionen Euro, an den US-Investor Darren Metropoulos. Dieser räumte Hefner ein Wohnrecht auf Lebenszeit ein. Heute im Alter von 91 Jahren verstarb Hefner in seiner geliebten Villa.